63 Eliminierung, Leute, was geht ab? Ne, das wird nichts, Leute, das wird nichts. Jetzt kommt hier von der Seite noch einer. Der ist tot, denselben Gedanken wie ich. Aber ich bomb den einfach so weg. Hey Leute, in der heutigen Folge gibt's mal kein galaktischer Angriff, kein Vorherrschaft, kein Helden vs. Schurken, kein Helden-Showdown, sondern ganz einfach ein paar simple Runden Angriff. Beziehungsweise, wenn wir Glück haben, bei der nächsten Map auch Exfiltration. Und ich glaube, den Modus habe ich noch nie gespielt oder vielleicht einmal. Liegt einfach daran, dass es nicht unbedingt mein Lieblingsmodus ist. Aber es hat sich einer von euch gewünscht, deswegen spielen wir das jetzt hier auch mal. Und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, da wir ja für jede Fraktion auch einigermaßen Verstärkungseinheiten zur Auswahl haben. Bam. Auch wenn ich sagen muss, dass bei den Klonen, glaube ich, ja doch, der Arc Trooper ist ganz gut, aber meine Lieblingsfraktionen sind halt eben Separatisten mit dem BX-Kommando-Druiden und der Sith Trooper bei der ersten Ordnung. Das sind definitiv meine Lieblingsdruiden. Und wir befinden uns hier schon auf einem 8-Spieler-Kill-Serien-Streak. Nice. Ja, okay, also das Ziel, das Objective hier ist, sie müssen einfach die DNA-Proben irgendwo hinbringen. Oh. Ah, Mist. Das war's im Killstreak. Aber jetzt haben wir genügend Punkte und können. Jo, nehmen wir einfach mal Klonkommando. Ein bisschen Kampffokus aktivieren. Ja, also normale Truppen haben, glaube ich, hier gegen mich kaum eine Chance, würde ich sagen. Aber der kann ja auch gleich jederzeit ein BX-Kommando oder sonst was angestürmt kommen. Von daher. Von daher sollte ich da jetzt nicht zu selbstsicher sein. Komm schon! Nice, da haben wir da auch ein paar Kills. Wo sind sie alle hin? Hä, sind sie alle tot oder was? Übelsten Überblick verloren. Da ist einer wieder. Aber, ah, da ist er ja. Der. Der zwei Raketendruide. So und. So. Oh oh. Ah, gut, er hat seine Granate, seine Rakete verschwendet. Dann können wir direkt so reingehen. Oh, von der Seite kommt einer. Okay, den machen wir. 18 Spieler Killserie schon, nice. Gucken wir mal, was wir mit dem hier machen können. Oh ne, der wird uns fertig machen. Wir können versuchen, den ein bisschen mit Granaten zu killen. Oh, oh ne, du machst mir nicht mal einen Killzug zunichte, Junge. Oh, da habe ich einen BX-Kommando-Druiden gehört. Alter, wie lange braucht mein Leben, dass sich das mal auffüllt? Braucht der Jahre, aber boah, der Blaster hier vom Klonkommando ballert auch übelst rein. Können wir den eigentlich runterpushen? Haha, wir konnten ein bisschen wegpushen. Also der Klonkommando ist schon echt heftig drauf, muss man sagen. Oh, da kommen sie nochmal alle jetzt hier an. Letzter Push-Versuch von ihnen, aber die Verlängerung von ihnen ist abgelaufen. 29 Kill-Serie. Alter, 40 Eliminierungen. Ist eigentlich ganz nice, mal einfach ohne Helden zu spielen, einfach nur wirklich einheitenbasiert, beziehungsweise Verstärkungseinheiten basiert. Weil hier jetzt in der zweiten Runde hat doch eigentlich fast jeder irgendwie eine Verstärkungseinheit. Na, die nicht, aber vielleicht hatten die nicht genügend Punkte. Aber der Rest hier habe ich schon zwei Jet-Truppler und so weiter gesehen. So, das Witzige ist jetzt, wir können jetzt von Anfang an hier als Klonkommando spielen. Mal gucken, ob wir jetzt auch kein einziges Mal sterben in der Runde. Aber die pushen hier schon ordentlich. Ich habe auch schon gut Leben verloren.
Und der Druidika ist hier direkt bei mir. Ne, das wird nichts, das wird nichts, Leute, das wird nichts. Jetzt kommt hier von der Seite noch einer. Der ist tot. Der ist tot. Nachladen. Den machen wir von der Seite fertig. Das Gute ist, wir kriegen immer wieder Leben zurück. Wenn wir jemanden gekillt haben. Von wo? Von wo? Von wo? Oh, von da unten. Nein! Mist. Schade. Und das hat sogar, glaube ich, hier zur Kill-Serie dazugezählt. Weil ich nicht gestorben bin. Schade, dann hätten wir vielleicht am Ende so eine 60er-Spielserie oder sowas gehabt. Bam. 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 Und dem schön die Füße. Der macht uns fertig. Boah. Und wir pushen. Von der Seite kommt einer. Bam, den haben wir weggestochen. Den haben wir so fertig. Kriegen wir den auch noch? Woo! Alter, heftig. Okay, ich muss zugeben, ich habe doch jetzt ein bisschen Spaß, aber hauptsächlich, weil ich hier gerade so gut abgehe und nicht, weil... Hä? Mit einem Detonator, von einem Detonator bin ich gestorben. Sondern, weil es so gut läuft und nicht wegen dem Spielmodus an sich. Weil der Spielmodus an sich, ja, ist nichts für mich, muss ich sagen. So, und hier muss jetzt auch einer hochkommen, irgendwie. Yep, der hat seine Rakete verschwendet und ein Droidika. Droidika hat sein Schild aktiviert. Weg mit den zwei. Wir haben das Paket in der Basis wieder gesichert. Wir töten die Herde auf. Es sind nur noch wenige. 63 Eliminierungen, Leute. Was geht ab? Aber ich muss, wie gesagt, zwei Sachen zurücknehmen. Einmal die Sache, dass es mir doch Spaß macht, aber nicht wegen dem Einsatzziel, sondern weil es abgeht. Und der Klonkommando. Den habe ich echt unterschätzt. Der geht schon ziemlich ab. Und zwei Runden gewonnen. Da ist der Sieg. Ja, 55 Kills, 4 Verluste, 13 Assists. Ich würde sagen, eine Runde können wir nochmal zocken, da es ja gerade eigentlich so gut lief. Mal schauen, was wir als nächstes für eine Map bekommen. Ich hoffe auf jeden Fall aus einer anderen Ära. So, das zweite Match ist jetzt hier auf Tatooine. Glaube ich, habe ich noch nie hier auf der Map Angriff gespielt. Wie gesagt, ich habe Angriff sehr, sehr selten nur gespielt. Ist auf jeden Fall jetzt ein anderes Ziel. Wir müssen jetzt hier die zwei Punkte verteidigen. Ah ne, die müssen das zerstören. Das ist ja auch mal was. Und es sind irgendwie nur zwei Gegner hier. Und ich habe nur einen Kumpel. Und ich gehe natürlich mal als Heavy rein. Ich möchte das halt eben immer ein bisschen, nicht immer nur dasselbe, euch zeigen. Dann das auch mal ein bisschen variieren. Verschiedene Sachen ausprobieren und so weiter. Ah, okay. Ich dachte, die müssten das zerschießen, aber die müssen wirklich nur... Das macht es natürlich noch schwieriger für die. Weil... Wir müssen das ja einfach nur einmal deaktivieren und dann müssen die wieder von vorne anfangen. Ja, da traust du dich rein, ne? Kleiner Ewok. Was ist denn da los, Alter? Ich boxe den einfach um. Das gibt's ja wohl nicht hier. Dann hole ich auch nochmal schnell. Hör mal, hör mal, hör mal. Wo wollt ihr denn drin? Hin. Alter, der hat's noch geschafft, mich wegzufetzen. Oh, ja, ja, da hat jemand dasselbe versucht. Denselben Gedanken wie ich. Aber ich bomb den einfach so weg. Wir haben das hier systematisch komplett abgeriegelt und in die Beine schießen. So. So, und hier war da irgendwo noch ein Jet-Truppler eben lang geflogen. Der ist weg. Ah ne, der hat das hier aktiviert.
Und deren Verlängerung läuft aus. Kriegen wir noch einen Kill? Ja. Ah, da kommt ja einer. Hallo. Ja, verschwende deine Granate. Komm, den hatten wir fast. Das ist meiner. Ja. Boah, der ist gut meiner Rakete ausgewichen. Oh. Hallo. Alter, die habe ich alle gar nicht gesehen. Wo kamen sie denn auf einmal her? Und weglaufen. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Das müsste, glaube ich, auch ein Wookie sein. Nee. Das ist nicht ein Wookie. Es sind zwei und... Alter, da kommen ja immer mehr. So und so. Machen wir das mal eben aus. Wie die alle so einfach so komplett am Leben vorbeilaufen. Zumindest an uns. Zack. Krass, das Schild hat mich vor deren Granate geschützt. Jetzt ist sie ja durch selbst gekillt. Und nochmal gesiegt. 49 Eliminierung, 10 Verluste. Ja, also ich weiß nicht, ob ich in der nahen Zukunft dann nochmal Angriff spielen werde. Vielleicht mal schauen. Vielleicht nochmal Gefecht. Gefecht ist auf jeden Fall auch nice. Auch nicht unbedingt mein Lieblingsmodus, aber da geht es halt eben dann wirklich ums reine Killen und so weiter. Das ist eigentlich auch als kleiner Modus eigentlich ziemlich nice. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt bis hierhin auch zugeschaut. Und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.